Hallo ihr Lieben, wir sind wieder mal in Jarlaheim und zwar sind wir auf dem Weg zu dem Anwesen der Sunfields, denn da wartet eine Aufgabe auf uns. Ja, so inzwischen haben wir uns jetzt schon so ein bisschen an Lordi gewöhnt. So schlimm ist er gar nicht, ist ein bisschen groß, aber ja, ne? Man gewöhnt sich dran. So, jetzt gehen wir da mal hin. Mal gucken, was das gibt, um was es diesmal geht. Hier sind ja noch ein paar Aufgaben offen und die würde ich ganz gerne mit euch auch noch machen. Ich weiß nicht, ob das was Längeres wird, aber das werden wir auf jeden Fall sehen. Und zwar müssen wir zu der Hanna. So, wo läuft sie? Nee, zu der Saga. Hanna, wie komme ich denn auf Hanna? Zu der Saga. Die wollte ich als erstes ansprechen. Hallo Celine, ich habe eine Nachricht für dich. Ich kann mich doch darauf verlassen, dass das zwischen uns bleibt, oder? Ja, Isolde hat mich gefragt, ob ich nicht jemanden kenne, der ihr bei einer etwas peinlichen Aufgabe helfen kann. Sie möchte mit Tristan sprechen und sich wieder mit ihm vertragen, aber sie traut sich nicht. Könntest du mit ihr sprechen? Sie braucht wirklich deine Hilfe. Ja. Ja, und das mit Tristan und Isolde, ihr erinnert euch vielleicht dran, das ist schon etwas länger her mit unseren beiden hier. Ja, dann wollen wir da mal nachhelfen, dass die wieder zurechtkommen. Wir müssen wieder zurück. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sie war mitten in der Stadt. Ja, wir nehmen mal hier die Abkürzung übers Feld. Das sieht ganz danach aus, als steht sie immer noch da hinten. So. Dann schauen wir doch mal. Huiuiuiuiuiui. Erstmal durch die Stadt. Tatsache, da hinten ist sie auch schon. So. Ja, dann sprechen wir doch mal mit Isolde. Ja, Tristan hatte da ja irgendwie ordentlich dazwischen gefunkt hier. Das war ja hier so eine Sache. Und ja, schauen wir einfach mal. Oh, hallo Celine. Saga hat dich geschickt, um mir zu helfen. Ich hätte direkt zu dir kommen sollen. Ich weiß doch, dass man sich auf dich immer verlassen kann. Ja, ich versuch's zumindest. Danke, dass du hilfst, Celine. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Es scheint so, als würde Tristan alle Schuld Loke und mir geben. Dabei war er es doch. Uff, er ist so unreif. Loke und ich wollten doch mit ihm befreundet sein. Wie sollen wir ihm das nur erklären? Kannst du nicht mit ihm sprechen, Celine? Jedes Mal, wenn ich mit ihm sprechen will, dreht er sich einfach weg. Machst du das? Ach, danke, Celine. Ach, gerne doch. Wir versuchen einfach mal den guten Tristan hier zur Vernunft zu bringen. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zur Farm. So. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo er hier steckt. Ich glaube, der war da hinten auf der Koppel, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. So sieht's nämlich aus. So, ja, dann gehen wir doch da mal hin. Ja, wir gehen jetzt mal ganz, ganz vorbildlich durch das Tor hier. So, zack, das haben wir jetzt direkt abgekriegt. Auch schön. So. Was? Was machst du hier? Du hast mein Leben zerstört, Celine. Hau ab. Ja, das ist ja mal nicht gerade freundlich. Hast du noch nicht genug getan, um mein Leben zu zerstören, Celine? Was willst du noch? Ja, ich wollte hier eigentlich vermitteln. Meine Schwester will wieder mit mir befreundet sein und Loka auch. Wie kann sie es nur wagen? Grrr. Ja, er ist ja völlig in seinem, ja, in seinem Film drin, ne? Da kann man den gar nicht rausholen jetzt. Es ist doch alles ihre Schuld. Ihre und die von Loke. Hätten die beiden nicht gedatet, hätte ich nie diese dummen Hühner stehlen müssen. Warum muss ich mit den Schweinen arbeiten? Das ist doch alles Lokes und Isoldes und deine Schuld gewesen, Celine. Ja, was hat er denn gegen die Schweinchen hier? Die sind doch niedlich. Vor allen Dingen das hier, das Gepunktete. Hau jetzt ab. Ja, meine Güte, er ist ja total unfreundlich und wir kriegen irgendwas. So, jetzt müssen wir nochmal hier irgendwie. Ja, das müssen wir jetzt mal. Oh, Vorsicht, nicht auf das Schweinchen treten, meine Güte. Ja, jetzt müssen wir da nochmal hin, ne? Mal gucken, was jetzt Isolde dazu sagt, ihr Lieben. Warten wir es ab, ne? Wir sehen das gleich. Bis gleich. So. Tja, Isolde, so, das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Tut mir echt furchtbar leid. Was hat er gesagt? Uff, warum muss er nur so dumm und unreif sein? Ich will doch nur, dass es ihm gut geht. Tja, was soll ich machen, ne? Hier, Celine, ich wollte die hier Tristan geben, aber er wird es nicht annehmen. Nimm du sie.
Glaubst du, dass sich Tristan eines Tages bessern wird, Celine? Ja, klar, irgendwann wird er auch mal vernünftig, das ist ja meistens so. Glaubst du? Man soll nie aufgeben, das ist wahr. Stimmt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sehen uns, Celine. Tschüss. Ja, das war ja kurz, ihr Lieben. Und jetzt haben wir irgendwas geschenkt gekriegt, ein paar Stiefel. Moment, wir gucken uns die direkt mal an. So sehen die aus. Ja, grüne Wildlederstiefel. Schick, kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Ja, das war jetzt natürlich extrem kurz, ihr Lieben. Das tut mir jetzt furchtbar leid. Manchmal sind die Aufgaben kurz, ne? Aber so ist das eben. Tja, ihr Lieben, ich werde mich jetzt aber trotzdem von euch verabschieden, auch wenn das jetzt ziemlich kurz gewesen ist. Denn ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wir haben das ja jetzt auch andersrum schon versucht, dass wir dann so zwei Quests in eine Folge reinpacken wollten und dann mussten wir die mittendrin unterbrechen. Ist auch nicht so dolle. Wir sehen uns also beim nächsten Mal, ne? Und schaltet einfach wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis morgen. Tschüss.